Na, ich rede jetzt mit ein paar anderen Leuten. Sohn? Ich muss mich entschuldigen. Ich hätte nicht so um mich schlagen dürfen. Du musst verstehen, dass ich sowas nie gut konnte. Und vergiss nicht, wir führen ein außergewöhnliches Leben. Ich mochte mein gewöhnliches Leben. Du kannst nicht vor dir selbst fliehen, Desmond. Hab ich gemerkt. Hör zu. Es ist dumm, uns immer so im Kreis zu drehen. Ich gebe zu, ich habe bei deiner Erziehung versagt. Entschuldigung, tut mir leid. Aber es ist wichtig, dass du verstehst, dass es nicht böse gemeint war. Du bist mein Sohn. Ich liebe dich. Ich war zu sehr damit beschäftigt, aufzupassen, dass nichts Schlimmes passiert. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Frieden? Keine Antwort. Ich kann nicht glauben, dass ich erst jetzt danach frage, aber wie geht's Mom? Ist sie... Nein, deiner Mutter geht es gut. Wir dachten, es wäre sicherer, uns für diesen Job zu trennen. Du gehst immer vom Schlimmsten aus. Aus gutem Grund. Kann ich ihr wenigstens Hallo sagen? Tut mir leid, zu riskant. Vielleicht, wenn wir fertig sind. Gut. Wenn wir fertig sind. Haben wir je versucht, Frieden mit den Templern zu schließen? In unserer Geschichte gab es solche Momente. Einige sogar. Aber es ist unmöglich. Es gibt existenzielle Unterschiede. Unüberwindbare. Gäbe es eine Einigung, wäre es weniger ein Frieden als eine Unterwerfung. Aber im Wissen, was passieren wird, würde es nicht Sinn machen, mit Widdick zu reden? Eine Übereinkunft, auch wenn sie nur vorübergehend wäre? Wir wären so beschäftigt, uns zu belauern, dass wir nichts erreichen würden. Stell dir das vor. Im Krieg sind wir produktiver. Haben wir je versucht, jemand einzuschlossen? Dasselbe, was sie bei uns mit Lucy machten? Oder mit Cross? Haben wir. Und das klappte nie. Wir schickten Leute, die entweder zu schwach waren und umgedreht wurden, oder zu stark und das Spiel nicht durchhielten. Es kommt mir vor, als würden wir dasselbe wollen. Wir benutzen dieselben Worte, aber mehr ist es auch nicht. Am Ende geht es immer um die Freiheit. Wir suchen sie, die hassen sie. Und so kann der Kampf niemals enden. Nicht bis eine Seite komplett verschwunden ist. Ist das überhaupt möglich? Wahrscheinlich nicht. Unsere Gruppen bestehen in der einen oder anderen Form seit... Naja, seit immer. Aber es kann besser werden als jetzt. Und das ist schon mal was. Hast du mich gesucht, Dad? Als ich fortlief? Jeden Tag. Ach komm. Nein, im Ernst. Jede Nacht suchte ich nach deinem Namen oder Variationen davon. Hoffte, du tauchst auf. Abstergo fand dich nur zuerst, weil sie bessere Verbindungen haben. Ein paar Tage mehr und ich wäre es gewesen. Tja, jetzt bin ich hier. Das freut mich. Glaubst du, Lucy hat bereut, was sie getan hat? Ich dachte immer, ich kenne sie gut, aber das war wohl nicht der Fall. Ich kann dir einfach nicht ehrlich antworten. Aber sie schien so aufrichtig. Als ob sie wirklich einen Unterschied machen wollte. Ja, als ich ihn das erste Mal traf, dachte ich dasselbe von Cross. Es passiert einfach immer und immer wieder. Was passiert? Na, alles. Dreh mir jetzt bloß nicht durch, Desmond. Nein, schon gut. Schon gut. Keine Sorge. Okay, also du solltest vielleicht zurück in den Animus. Wir müssen den Schlüssel finden. Wir sollten wohl zu Connor zurück. Ja, sofort. Ich werde nur gerade mit meinem guten, besten Freund Sean reden. Oh, Desmond, da bist du ja. Tust du mir einen Gefallen? Vielleicht. Wenn das vorbei ist, würde ich gern das Rad im Animus zurückdrehen. Also ganz zurückdrehen, bis zur Zeit der ersten Zivilisation. Und du glaubst, das geht? Es gab auch keine echten Probleme, als du Altair besucht hast. Allerdings waren das nur circa 1000 Jahre und ich habe vor, mindestens 70.000 zurückzugehen. Klar, ich wäre dabei.
Wäre interessant zu sehen, wie es damals so aussah. Exzellent. Ich glaube, das wäre sehr aufschlussreich. Und so fing also alles an. Was machst du denn da? Ich frische meine Geschichtskenntnisse auf. Naja, so nennen sie es. Die bringen einem komische Sachen bei in den Staaten. Zum Beispiel? Na, all das Gerede über einen Revolutionskrieg. Dabei war es ein Bürgerkrieg. Naja, nicht so ein Bürgerkrieg. Ich meine, es war nicht Amerika gegen England. Es war Brite gegen Brite. Und man kann deutlich erkennen, wie das alles anfing. Ein Krieg verursachte den nächsten. Du meinst den Siebenjährigen Krieg? Genau. Die Krone hatte sich verausgabt, um die Franzosen abzuwehren. Hatte sich enorm verschuldet dabei. Im Glauben, dass die Kolonisten helfen sollten, die Last zu tragen, wurden neue Steuern erhoben. Das war eine vernünftige Forderung. Auch wenn das Parlament dabei nicht sehr diplomatisch vorging. Es ist doch nicht fair, Menschen für einen Krieg zu besteuern, den sie nicht wollten. Was? Den sie nicht wollten? Hast du George Washington nicht bei Edward Braddock bemerkt? Er steckte da doch mittendrin. Also hier gibt die Krone wer weiß wie viel Geld aus, um das Land für die Kolonisten zu schützen. Und wenn sie dann selbst um Hilfe bittet? Also, du musst das so sehen. King George und die Kolonisten gehen zusammen essen, klar? Und als die Rechnung kommt, bittet George sie, sich zu beteiligen. Ist ja fair. Aber bedenke, dass sie ihr Essen jahrzehntelang gratis bekamen. Die Kolonisten sagen nein. Sie bestehen darauf, dass sie nur Wasser und einen kleinen Salat hatten. Dabei ist der Tisch voll mit halbgegessenem und leeren Weinflaschen. Und als der König darauf hinweist, was tun sie da, die Kolonisten? Oh, sie kippen den Tisch um und stürmen aus dem Restaurant. Wahrscheinlich, um später wiederzukommen und es niederzubrennen. Und wo ist der Teil, in dem der König die Kolonisten mit der Waffe bedroht und verlangt, dass sie für alle im Restaurant bezahlen? Klar, klar, ja, interessanter Blickwinkel. Falls er eine Waffe zog, und da bin ich nicht sicher, dann erst nach dem 100. Versuch, sie dazu zu bringen, einen fairen Anteil zu bezahlen. Aber wie definiert man einen fairen Anteil? Mit Krieg offensichtlich. Ja. Ich frag mich, wie viele Orte wie diesen es noch gibt. Es gibt Dutzende davon, in der ganzen Welt. Und irgendwie hat vor uns nie jemand einen gefunden? Ich glaube, das stimmt nicht. Ach? Damals bei Abstergo sprach Widdig davon, Entdeckungen von Nicht-Templern zu vertuschen. Und sicher hat Abstergo selbst einige gefunden. Was die alles wissen müssen. Bereust du, dass du bei uns bist? Nein, ich freue mich darauf, den Bastarden in den Arsch zu treten, damit ich in ihr Archiv abtauchen kann. Oh, ich glaube, ich habe eine Spur zu einer anderen Energiequelle gefunden. Später, Desmond. Ich stecke hier mitten in was Wichtigem drin. Ja, das ist eine Regel. Befolge diese Regel einfach immer. Alright. Gehen wir wieder in den Animus. Und schauen, was wir noch so ein bisschen machen können. Ach, die Energiequelle könnten wir auch noch machen. Wo lang geht's denn? Ja. Machen wir die Energiequelle gerade noch. Weiß gar nicht, wo lang man überall hin muss. Ich glaube, es gibt 4, ne? In den Anfängen, als wir dachten, wir könnten uns retten, wollten wir den Zorn der Sonne nutzen und einfangen. Vier Türme wollten wir bauen, um ihre Wut dorthin zu lenken und sie dann zu zerstören. Aber trotz all unseres Wissens, all unserer Macht, dauerte es zu lang. 1000 Jahre der Arbeit wären trotz alledem nicht genug gewesen. Der erste Turm wurde nie gebaut, das Projekt aufgegeben. Wir zogen weiter. Doch während wir uns Neuen zuwandten, kehrten einige zurück. Sie wollten den Prozess automatisieren. Metall könnte beenden, woran Fleisch scheiterte. Krass, krass, krass. Es wird so ein bisschen die Geschichte der ersten Zivilisation erzählt.
Und am Ende muss man dir, wie gesagt, dann diese Scheiße einsetzen. Wenn wir die grausame Macht der Sonne nicht nutzen konnten, vielleicht konnten wir sie abwehren. Wir konnten die Felder schon erzeugen, um uns in Zeiten des Zists zu schützen. Doch dieses waren kleine und simple Dinge. Sie in den ganzen Ausmaßen eines Planeten zu erschaffen, dafür mangelte es uns an Energie. Die halbe Welt, sagten sie dann. Das wäre besser als nichts. Ein Versuch. Wieder ein Fehlschlag. Ein Viertel, fragten sie. Selbst das schafften wir nicht. Ein Sechstel, ein Achtel, ein Zehntel, rieten sie. Die Antwort blieb die gleiche. Mit viel Zeit könnte eine Stadt verschont werden. Doch über diese Zeit verfügten wir nicht. Wir zogen weiter. Holy shit. Was wohl da drin ist? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Schon der Weg frei gemacht. Für da oben. Gehe ich beim nächsten Mal hin. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Wir werden jetzt wieder in den Animus gehen. Und dann gucken wir mal. Danke. Dies sind schwierige Zeiten. Die ohnehin brüchige Allianz zwischen der Krone und ihren Untertanen löst sich auf. Und hinter beiden Seiten stecken die Templer und ziehen Fäden. Die Geschichte sagt uns, sie suchen Ordnung durch Kontrolle. Doch wie wollen sie das erreichen? Wer unterstützt sie? Und welche Intrigen wurden bereits gesponnen? All dies muss ich herausfinden. Denn nur wenn ich meinen Feind kenne, kann ich hoffen, ihn aufzuhalten. Connor! Hast du einen Moment? Natürlich. Sieh dir das an. Was ist das? Ein Shengbao oder Pfeil am Seil, wenn du willst. Eins der vielen Designs, die Shao Yun uns gab, um... Verzeih. Daran müssen wir noch arbeiten. Kanendoko. Ja, mein Freund. Was führt dich her? Sind alle wohl auf? Vorerst. Wie meinst du das? Was ist denn? Männer kamen und sagten, wir müssten gehen. Das Land sei verkauft worden und die Konföderation hätte zugestimmt. Wir schickten einen Boten, doch sie hörten nicht auf uns. Ihr müsst euch weigern. Wir müssen dem Häuptling gehorchen. Doch du hast auch recht. Wir können die Heimat nicht aufgeben. Hast du einen Namen? Weißt du, wer verantwortlich ist? Man nennt ihn William Johnson. Wo ist Johnson jetzt? In Boston. Er bereitet den Verkauf vor. Verkauf? Das ist Diebstahl! Connor, pass auf! Diese Männer sind mächtig. Was soll ich sonst tun? Ich gab meinem Volk ein Versprechen. Wenn du darauf bestehst, das zu tun,
Dann suche Sam Adams in Boston. Er kann dir helfen. Was hast du getan? Wenn mein Volk in den Krieg zieht, wird als Zeichen dafür ein Kriegsbeil in ein Pfahl getrieben. Ist der Krieg vorbei, wird es wieder entfernt. Warum nimmst du nicht einen Baum?